Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Was stand hier nochmal? Ah, das wollten wir lesen. Haben wir noch nicht gelesen. Aber erstmal vorweg, ich habe den letzten Autosave doch mal geladen, hier am Anfang des Theaters. Einfach weil ich es nochmal anders versuchen möchte, hier drin. Absolutely. Also erstmal mich umgucken in Ruhe. Und dann mit dem Ding sprechen. Den Schal aufheben, kennen wir schon. Du hältst den Schal und konzentrierst dich auf ihn. Die Welt um dich herum bewegt sich. Auch in dir bewegt sich etwas. Der glatte Stoff liegt immer noch in deinen Händen. Doch du befindest dich in einem kleinen, gemütlichen Haus. Lora blickt den Schal zu dir und blickt von dem Schal zu dir und fragt dich, ob er dir gefällt. Sie lächelt, weil dir die Antwort ins Gesicht geschrieben steht. Das war vor 4 Jahren und du trägst den Schal noch immer an Tagen wie heute. Schließlich hast du ihn an den Tagen getragen, an dem du der Schauspielerin mit dem silbrigen Auge das erste Mal begegnet bist. Aber warum sollte er dir also heute nicht auch wieder Glück bringen? Er liegt um deinen Hals, weich und warm und wohltuend. Der dritte Akt ist zur Hälfte vorbei und du spürst die Augen des Publikums auf dir, hungrig und aufmerksam. Zuerst warst du nervös, als diese Frau dich nach hier unten gebracht hat. Du hast dich gefragt, was für eine Aufführung du dich wohl eingelassen hast. Auf was für eine Aufführung. Aber es läuft besser, als du es dir hättest erträumen können. Du beendest deinen Monolog und der Schal um deinen Hals wird enger. Er wirkt deinen letzten Satz ab, was hoch notpeinlich ist, denn dein Debüt verlief bis dahin so gut. Als du versuchst, den Schal abzunehmen, schnürt er sich nur noch enger zu. Du bist verwirrt und blickst ins Publikum in der Hoffnung, jemand würde dir zu Hilfe eilen. Dann siehst du ihre Augen und diesen hungrigen, aufmerksamen Blick und du begreifst, die Bühne verschwindet in schwarzer Dunkelheit. Der Schal fällt dir aus den Händen und schwebt zum Boden, aber Koras Seele bleibt zurück, gefangen zwischen einem vertrauten Symbol und einer Frage. Sie will wissen, aber sie will sich auch zurückziehen. Was dir geschehen ist, ist eine Tragödie und ein großes Unrecht. Du hattest die Liebe deiner Schwester und den Mut, deinen Träumen zu folgen. Finde Trost darin, während du deinen Weg ins nächste Leben findest. Wir nehmen wieder das hier. Die Seele glüht vor Wärme, bevor sie wieder in das Gewebe des Schals verschwindet. Lumdala tritt aus den Schatten hervor. Ihre singenden Augen leuchten im Dunkeln. Sieh an, wenn das mal nicht unsere Freundin aus der Dünnrotstraße ist. Woher weißt du, dass die Dünnrotstraße mich angeheuert hat? Nicht nur du kannst zwei und zwei zusammenziehen. Sie verschränkt die Arme und hebt das Kinn. Außerdem werden wir Schauspieler nicht für unsere Diskretion bezahlt, weißt du? Kardal hat dich gewiss mit einer beeindruckenden Darbietung um Gnade angefleht, aber er hat sich selbst überboten, als ich kann. Ein Jammer, dass er nicht mehr Engagement für unser Handwerk gezeigt hat. Ein grausames Grinsen spielt über den Lippen. Er war immer sehr leicht zu motivieren. Du bist ein Monster. Wie konntest du das diesem Menschen antun? Sie winkt mit einer Hand. Fingernägel frisch gepflegt. Ganz einfach. Meine Gäste wissen wahre Kunst zu schätzen und sie bezahlen gut dafür. Die Schauspieler dagegen, sie zuckt mit den Achseln. Sie war niemand. Durch ihren Tod habe ich ihrem Leben einen Sinn gegeben. Ist es nicht viel sagen, dass die Behörden sich nie die Mühe gemacht haben, nach ihnen zu suchen? Was willst du? Die Muster dich. Ich habe einen Vorschlag. Und ich habe jetzt meine Zweifel, aber es kann wohl nicht schaden, die Einzelheiten zu hören. Ja, Alof, ich höre. Ich organisiere meine Aufführung für gewisse wohlhabende Mäzene. Einer von ihnen wäre ein besonders großer Fang. Du willst einen Waffenstillstand ein und ich gebe dir den Namen. Warum ist das für mich eine bessere Abmachung? Sei nicht naiv, du hast Prinzipien. Du willst Trutzbruch doch helfen, oder nicht? Die Bewohner von jenen retten, die ihnen schaden wollen. Betrachte es von folgender Warte. Ich befriedige nur eine Nachfrage. Ich biete dir den Mann, der meine Aufführung durch sein Geld und seine Verbindung überhaupt erst ermöglicht hat. Also gut, ich tue es. Wunderbar, der Mann, nach dem du suchst, ist Fürst Gardemann. Such ihn selbst in Farnheim oder melde ihn den Behörden. Mir ist es gleich. Und nun sollten wir von der Bühne abtreten. Ja, ich lasse dich trotzdem nicht entkommen. Ich habe ein etwas dramatischeres Ende im Sinn. Das macht mich nicht aggressiv oder irgendwas Negatives, weil sie hat es eigentlich verdient. So, Alof, mal wieder. Schütternde Geschosse auf den Magier. Du rennst das auf den Magier, wobei Alof, bei dem Magier reichen die Geschosse. So, nochmal.
So. So, jetzt müssen noch die Bogenschützen weg. Gut. Jetzt können wir uns beim letzten Akt noch kümmern. Ich stehe kurz davor, das Schicksal der Vermissten zu ergründen, in dem versteckten Theater, in das man durch Lumdanas Haus gelangt. Ja. Ich habe herausgefunden, dass Lumdana die Vermissten ermordet hat, den Rahmen von besonderen Aufführungen in einem versteckten Theater in den Katakomben unter Farnheim. Lumdana berichtete mir von ihrem treuesten Stammgast, einem Adligen aus Farnheim, namens Fürst Gardermann. Die Dunritstraße würde ihn sicher gerne verhören, aber ich könnte ihn auch selbst konfrontieren. Ich habe Lumdana getötet. Sie will keine Aufführungen für ihre Gäste mehr abhalten. Ah, ein Ring des Schutzes. Kann vielleicht einer gebrauchen. I'd be glad to. So, der Rest ist Tant. Gut. Look there. So, dann können wir die Kanalisation direkt verlassen. Das Ende finde ich doch ein bisschen besser für diese Verrückte. Sie wiegt sich in Sicherheit, denkt, ich würde auf ihren Handel eingehen, aber als Paladin kann ich solches Unrecht nicht einfach mit geschlossenen Augen vorübergehen lassen. So. Ist die Frage, gleich nach Farnheim? Ja, gleich nach Farnheim am besten. Dann suchen wir diesen Adligen. Und stellen den zur Rede. Dann können wir in der Dunritstraße Bericht erstatten. All right, Connor? Have you ever looked up and felt a sudden surprise at where you are? I think it's just sunk in that I'm a year out from home. Only every day. You'll get used to it. Also, Zagadi fragt, in Ordnung, Connor? Hast du schon mal aufgeschaut und warst plötzlich überrascht, wo du dich befandest? Ich glaube, ich habe gerade erst begriffen, dass ich schon ein Jahr weg von meiner Heimat bin, sagt Kana zu Zagadi. Ach, bloß täglich, du wirst dich daran gewöhnen. So, mal gucken, wo steht dieser Adlige rum? Vorausgesetzt, er steht. Ach, da ist er ja sogar. I'm here. How do you do? Fürst Gardemanns Roben sind von einfachem, bescheidenem Schnitt. Anders als die Adligen um ihn herum trägt er nur einen einzigen Goldring. Er blickt dich freundlich und offen an. Du bist also der Neuankömmling, der Trutzbuch so eifrig war. Es freut mich, dich kennenzulernen. Wer bist du? Ich gehöre zwar zum Adel von Farnheim, aber bitte urteile nicht zu streng über mich. Er lacht. Meine Vorfahren waren zu Zeiten von Dukadrit erfolgreiche Händler und ich habe die Ehre, für die heutigen Verwaltungen philanthropische Werke zu verrichten. Ich verbringe viel Zeit hier draußen, um meistgleichen zu überzeugen, mehr für wohltätige Zwecke zu tun und zu geben. Doch die meisten von ihnen kommen nur nach Ondras Geschenk, um dieses Bordell aufzusuchen. Ich weiß von deiner Nähe zum Sternenfest. Du warst Schweißperlen treten auf die glatte Stirn. Ah, bei den Göttern, ich weiß, es klingt fürchterlich, aber bitte höre mich an. Sag, was du zu sagen hast.
Er hält inne. Als er widerspricht, klingt seine Stimme trocken und gebrochen. Es ist eine Krankheit. Das Böse verdirbt meine Seele. Ich habe alles versucht, um Lumdanas Aufführung beruhigen. Alles versucht, aber Lumdanas Aufführung beruhigen mich, wie es die Behandlung im Sanatorium niemals können. Sein Blick ist abwesend starr. Die letzten Augenblicke eines Menschen zu beobachten, den Moment, in dem die Seele das nächste Leben übertritt. Es ist einzigartig. Als ich jung war, ging ich mit meinem Vater auf die Jagd und sah die Hirsche durch seine Pfeile fallen. Doch nun? Sein Gesicht verzerrt sich zu einer verbitterten Maske. Die Götter können in ihrer unendlichen Weisheit... Die Götter in ihrer unendlichen Weisheit haben mich so gemacht. Ich kontrolliere meine Krankheit so gut ich kann und verbringe mein Leben damit, Bedürftigen zu helfen. Ich tue, was ich kann, um dieses Makel auf meiner Seele auszugleichen. Ich erwarte nicht, dass du meine Taten gutheißt, aber liefere mich nicht aus. Ich muss glauben, dass die Götter eines Tages, wenn ich weiter für das Allgemeinwohl arbeite, diese Last von mir nehmen werden. So vielen Menschen, die ich auch geschadet habe, ich habe Hunderten mehr geholfen. Welche Wahl habe ich? Jemand muss dafür bezahlen. Das müsste sich für mich lohnen. Gut, ich lasse dich vom Haken. Erzähl das der Dunridge-Straße. Ich werde dich ausliefern. Nehmen wir mal das Erste. Ich weiß. Gardamann seufzt und zieht einen Ring aus seiner Tasche. Ein Siegelring des Hauses Raymond für Lynette angefertigt. Ich präsentiere ihn als Beweis und man wird dir glauben. Warum sollten wir Lynette Raymond die Schuld in die Schuhe schieben? Das Mädchen ist krank. Es würde niemanden überraschen, auch mich nicht, wenn sie so etwas tun würde. Er blickt den Ring in seine Hand an. Ich bin nicht stolz darauf, dich das zu bitten, aber sie wird niemals in der normalen Gesellschaft leben können. Vielleicht gelangt sie so aus dem Haus ihres Vaters und bekommt die Pflege, die sie benötigt. Nein, das werde ich nicht tun. Tu, was du tun musst, aber ich lasse nicht zu, dass der Name meiner Familie durch den Schmutz gezogen wird. Bevor du reagieren kannst, klappt Gardamann ein Geheimfach in einem großen gravierten Ring auf und legt den Kopf in den Nacken und wirft den Inhalt des Rings in den Mund. Kaum hat er ihn hinuntergeschluckt, stürzt er nach vorne und klammert seinen Hals, während er sich seinen Mund zu einem stummen Schmerzschrei verzerrt. Nach wenigen Sekunden ist er tot. Plönk. Und hat nur 3 Kupferpannen in sich. Für Skalemann ist tot. Er kann die mörderischen Aufführungen in den Katakomben nicht länger fördern und schützen. Mal sehen, wie zufrieden die bei der Dunridge-Straße davon sind. Also gut, dann gehen wir erstmal Bericht erstatten für die Quest. Bei Kuren. Greetings. Kuren Spezion, bringst du vielleicht Neuigkeiten? Ich wurde von Lady Webb eingeladen. Kuren neigt den Kopf zur Seite, als würde er sich besser betrachten wollen. Verzeih, sie empfängt nicht viele Besucher. Die wenigen, die sie einlädt, sind ein faszinierender Haufen. Ich habe bisher noch nicht ergründet, wie sie ihre Wahl trifft. In meinen Augen haben sie keine Gemeinsamkeiten, aber ihr Blick ist deutlich schärfer als meiner. Was sie wohl sieht. Ihr Zimmer ist oben. Das mit den Nachen war vor. Die Stadt erkennt ihren wahren Wert vielleicht nicht, der Duke aber ganz gewiss. Was führt dich zur Dunridge-Straße? Ich habe die Vermissten gefunden. Ja, du warst seit unserer letzten Unterhaltung wohl überall in Trutzbucht. Seine wachsamen Augen mustern dich. Was hast du herausgefunden? Sie wurden alle ermordet. Eine Frau namens Numdala hat sie als Teil ihrer Darbietung getötet. Einige wohlhabende Theater, die Papa haben dafür bezahlt, Aufführungen zu sehen, in denen Schauspieler ermordet wurden. Eines der bekanntesten Mitglieder ist Fürst Gardamant. Jede Menge, eine Frau namens Lumdala hat Theaterstücke aufgeführt, in denen Schauspieler ermordet werden. Fürst Gardamant ist einer ihrer bekanntesten Stammzuschauer. Erzähl ich denn was Großes, ich wusste es. Ich schicke meine Seelen sofort los, sie zu suchen. Es gab gewisse Schwierigkeiten, fürchte ich. Kurons Stirn legt sich in Falten, wie unerquicklich. Sie hätten uns gewiss erhängen können mit ihrem Wissen über viele faszinierende Verbindungen. Vielleicht hast du Überreste zurückgelassen, aus denen wir etwas lernen können. Ja, Erfahrung gehalten. Du hast dich als findige Ermittlerin erwiesen. Deine kluge Auffassungsgabe hat geholfen, einen schwierigen Fall zu lösen und gewiss Leben zu retten.
Das war es wert, wenn damit diese grausamen Verbrechen ein Ende haben. Kungrins, ich bewundere deine Einfalt. Nimm das als Lohn für deine Dienste. Es ist keine Belohnung nötig. Deine Augen weißen sich. Äußerst großfügig von dir. Die Dunrinstraße wird das nicht vergessen und ich auch nicht. Kurn schüttelt dir deine Hand. Und solltest du beschließen, dass langwierige Ermittlungen und schlechte Bezahlung genau das Richtige für dich sind? Die Dunrinstraße hat immer einen Platz für dich. So, damit hat sich Todsbucht nochmal verbessert. Aber ja, ich wollte ja eigentlich auch...